Bergkäserei Vorderfoltigen, Gemeinde Rüegisberg, das liegt im Gantrischgebiet. Produzieren tun wir Greyerzer AOP, 77 Tonnen pro Jahr, plus 10 Tonnen Fultiger Bergkäse und noch kleinere Käsespezialitäten. Die Käsereigenossenschaft besteht noch aus 8 Milchlieferanten und die Milchproduktion ist ihre Haupteinnahmequellen und die sind natürlich bestrebt, dass man den Produktionsbetrieb hier erhält. Natürlich die Distanz, die wir hier für kurz halten. Wir haben so viel von Ökologie geredet wird, und so ist das natürlich das Idealste. Wenn wir das regional liefern und regional verwerten und brauchen. Es geht auch so in Zukunft schauen, da muss für mich ist es schon eine gewisse Existenzsicherung, wenn man gerade Milch produzieren kann. Unsere Käsekeller sind sanierungsbedürftig. Wir haben festgestellt, dass die Kellerdecke langsam sich Teile lösen. Man hat das analysiert und hat festgestellt, dass die Statik nachlässt, dass das Eisen verrostet ist in der Decke. Und jetzt plant man da von jedem Keller eine Dechensanierung. Wir haben den Käse in drei Keller. Zwei Keller haben Hortisdeche, die man flecken muss. Das heisst, wir gießen unter die alten Tonplatten eine Betondeche gießen. Wenn der Käse gerne käsen will, müssen wir Käse umbiegen. Das heisst, einen Keller machen, anderen Keller anfangen, Käse überbiegen etc. Und einen Moment, vielleicht eine Woche bis 14 Tage muss er aussetzen, weil wir das Salzbad auch neu machen. Für die Bauern hier in der Region ist es sehr wichtig, dass sie ihre Milch in die Käserei liefern können. Jetzt droht aber die Decke einzustürzen, dort wo die Käse gelagert werden. Die Decke muss dringend saniert werden. Darum helfen sie mit und unterstützen sie jetzt die Käsereigenossenschaft Vorderfoltigen.